Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, zu einem weiteren Zuhause mit. Heute haben wir als Gast Bernhard Mühleder. Schön, dass du hier bist, Bernhard. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und wir haben ja heute ein spannendes Thema vor. Einerseits soll es auch um dich gehen, also um deine Person, und andererseits auch um den Gedenkort und die Erinnerungskultur, und zwar ein besonderer Ort, und zwar St. Georgen an der Gusen. Ja. Vielleicht möchtest du uns zu Beginn gleich ein bisschen mehr verraten, also über St. Georgen an der Gusen. An woran wird da gedacht oder woran wird da erinnert? Ja, wie du schon gesagt hast, ich komme aus St. Georgen an der Gusen und dieser Ort befindet sich nur sehr wenig weit entfernt von Mauthausen. Mauthausen ist bekannt. In Mauthausen war das Konzentrationslager, das heute auch die große Gedenkstätte ist. In unmittelbarer Nähe befand sich das Konzentrationslager Gusen. Das ist schon ein bisschen näher an St. Georgen an der Gusen dran. Und in St. Georgen an der Gusen befand sich ein Teil des Konzentrationslagers Gusen, nämlich eine unterirdische Rüstungsfabrik, die von Häftlingen errichtet werden musste, die bekam den Tarnnamen Bergkristall. Das heißt, in dieser Region und auch in dem Ort, wo ich lebe, haben sehr viele Menschen ihr Leben verloren. Und genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns, also mit Erinnerung eben an diese doch sehr traurige Zeit. Versuchen wir eben eine nachhaltige und vor allem auch eine öffentliche Erinnerungskultur zu betreiben. Die Schwierigkeit bei der Erinnerung, da werden wir eh später noch im Laufe des Gesprächs ein bisschen zurückkommen. Es ist ja ein bisschen ein anderes Verhältnis als wie zum Beispiel beim ehemaligen Konzentrationslager in Mauthausen, weil ja St. Georgen mehr oder weniger, ja, also das Verhältnis ist anders. Schauen wir uns da vielleicht gleich Bilder an, dass wir uns das vielleicht visuell auch vorstellen können. Genau. Also vielleicht schauen wir uns zuerst einmal nur kurz ein Bild an von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Dieses Bild, was man da jetzt sieht, zeigt einfach so, wie es heute dort ausschaut, so wie es viele Menschen auch kennen und besuchen. Ja, viele, viele tausend Menschen im Jahr. Das nächste Bild zeigt das Memorial in Gusen. Und wie man da schon erkennen kann, im Hintergrund sieht man Häuser. Es sind Einfamilienhäuser, es sind Wohnhäuser. Das heißt, da wo früher das KZ in Gusen war, und das war tatsächlich auch in seiner vollen Ausbauphase und Stufe größer als Mauthausen, befindet sich heute eine Wohnsiedlung. Mitte der 1960er Jahre wurde dann dieses Memorial gebaut, rund um den ehemaligen Verbrennungsofen, also rund um das Krematorium von Gusen. Und rund um dieses Memorial befindet sich aber die Siedlung von Gusen. Und das macht heute dort vor Ort alles etwas anders und macht es auch zum Teil etwas schwieriger, Gedenkarbeit zu leisten als in Mauthausen. Denn die Gedenkstätte, die befindet sich oben auf einem Hügel. Da ist sonst nicht recht viel. Dort leben heute Menschen. Und ein weiteres Bild, zeigt, einen Ausschnitt von St. Georgen an der Gusen. Zwar jetzt nicht direkt vom Ort, aber es zeigt eben den heutigen Eingang im linken Bildbereich zu dieser früheren Stollenanlage mit der Tarnbezeichnung Bergkristall. Da ging es circa 8 Kilometer in den Berg hinein. 8 Kilometer Tunnels wurden hier errichtet, in circa 13 Monaten Bauzeit. Etwa 10.000 Menschen überlebten das Ganze nicht. Von außen unscheinbar, lange Zeit auch gut versteckt. Man hat sich auch sehr wenig damit beschäftigt in dieser Region, vor allem in der Zeit bis in die 1980er Jahre hinein. Erst dann ja, kamen verschiedene Menschen aus der Region, auch Kollegen, mit denen ich im Verein zusammenarbeite, auf dieses Thema drauf. Einer davon, Rudolf Haunschmidt, der damals als Schüler sich begonnen hat, dafür zu interessieren und seine Lehrerin, die Martha Gammer, die ihn in Geschichte auch unterrichtet hat. Und so ist dieses Thema eigentlich dann in dieser Region immer. Also eigentlich persönliches Engagement von Einzelpersonen, muss man So hat es sagen, ja. begonnen, Ja. genau. Ja, und ähnlich eigentlich auch bei dir, muss man sagen. Oder das ist ja auch die große Frage, die ich jetzt eigentlich an dich habe. Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du bist dort aufgewachsen, ja. Aber Genau. wie führt der Weg dann automatisch in die Erinnerungskultur oder wieso verschreibt man sie dann eigentlich mit Herz und Seele
dem Projekt? Ist eine gute Frage. Ja. Wie du schon sagst, ich bin in dieser Region aufgewachsen. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, dass ich als Hauptschüler, ja, mit so 12, 13, da war ich das bei einem Freund zu Besuch und der hat in der Nähe gewohnt, wo diese Stollen waren. Und damals waren die noch nicht gesichert und ausbetoniert. Da gab es noch einen Lüftungsschacht und da sind wir oft oben gesessen. Wann und haben war das ungefähr? Also Steine runtergeschmissen. Naja, das war Anfang, Mitte der 1990er Jahre. Und da haben wir immer gezählt, wie lange der Stein braucht, dass er runterfliegt. Okay. Und irgendwie haben wir gewusst, okay, da war irgendwas mit Stollen und KZ oder so, aber was ganz genau ist, eigentlich nicht. Erst in der 4. Klasse Hauptschule im Geschichteunterricht hat uns unser Lehrer ein bisschen was erzählt. Und ich habe relativ bald gewusst, dass ich meinen Zivildienst auf jeden Fall in der Gedenkstätte in Mauthausen machen möchte, um mehr zu erfahren. Habe aber dort, speziell zu St. Georgen und zu Gusen, auch nicht recht viel mehr erfahren. Weil auch dort Mauthausen im Fokus stand. Ja. Es hat sich dann erst später ergeben, wie ich dann begonnen habe, auch mich in verschiedenen Vereinen zu organisieren, zu engagieren und dort mitzuarbeiten. Welche Vereine sind das jetzt exakt? Also wollen wir das vielleicht gleich unsere Zuschauer sagen? Also was gibt es da konkret? Ja. Also der Verein, wo ich schon sehr lange dabei bin, das ist das Gedenkdienstkomitee Gusen. Das war auch so der erste Gedenkverein in der Region, der sich gegründet hat. Und da bin ich jetzt schon seit über 10 Jahren engagiert. Und der zweite Verein, wo ich auch schon seit mehreren Jahren dabei bin und vor einem Jahr auch den Vorsitz übernommen habe, das ist die Plattform Johann Gruber. Da werden wir vielleicht später noch genauer sagen, wer Johann Gruber war. Weil genau. Das müssen wir schon erwähnen. Aber jetzt schauen wir uns vielleicht auch noch deine Vereinsmitglieder an. Da haben wir ja auch ein Foto. Genau, also ich habe ein Bild mitgebracht. Ja. Ja, wie man sieht, es ist ein überschaubarer Kreis an Menschen, die wir da sitzen. Also wir sind tatsächlich jetzt... Das war noch vor Covid. Vollzählig, es war noch vor Covid, genau. Links im Bild eben, das ist der Rudolf Haunschmidt, der hat auch schon über den Verein mehrere Bücher publiziert, der sich eben als Schüler begonnen hat, hier zu engagieren. Dann in der Mitte die jüngste Vereinskollegin Julia Meyer, auch aus St. Georgen, ist auch Lehrerin. Martha Gammer sitzt neben ihr. Sie war auch Lehrerin und hat den Rudolf Haunschmidt ein bisschen zum Thema gebracht. Sie ist die Vorsitzende von diesem Verein und eigentlich schon seit den 70er Jahren aktive Erinnerungsarbeiterin. Neben ihr, das ist der Mann von der Martha, das ist der Hannes Gammer. Und neben dem Hannes ist Kaspar Reini. Er ist der Schriftführer von dem Verein. Und als dieser Kreis, so wie wir da sitzen, ja, also eine unserer Hauptaufgaben ist auf jeden Fall auch die Organisation der Gedenk- und Befreiungsfeier in Gusen. Ja, also schön, dass wir da jetzt da die anderen Mitglieder gesehen haben, die da wirklich so aktiv beteiligt sind. Aber wie hat sich das jetzt eigentlich in der Region konkret entwickelt? Gab es da so spezielle Momente, wo man sagen kann, da ist es vorangegangen in der Erinnerungskultur? Es gab vor allem das Jahr 1995, 50 Jahre Republik, Zweite Republik Österreich. Und da hat sich doch sehr vieles getan in Österreich, auch bei uns in St. Georgen an der Gusen. Da war das Thema eigentlich, da ist das auch öffentlich wirklich transportiert worden, auch durch unter anderem durch die Menschen, die man auf dem Foto gesehen hat. Ich war damals noch ein kleiner Bub, also ich war 14 Jahre alt damals und habe das so ganz am Rande irgendwie mitbekommen. Damals war dieser Verein Gedenkdienstkomitee Gusen noch im Heimatverein St. Georgen an der Gusen eigentlich angesiedelt. Also der Verein, so wie er jetzt dasteht, den gibt es erst dann seit, ich glaube jetzt mittlerweile seit 2009. Aber den hat es auch schon vorher in einer anderen Form einfach gegeben. Ja. Es gab aber immer noch eine zweite Geschichte. Viele Zeitzeugen, Überlebende haben immer wieder, wenn die zu Besuch da waren in der Region, von einem gewissen Johann Gruber gesprochen und dass er ihnen sozusagen auch zum Überleben verholfen hat. Und dann haben sich einige Menschen gefunden, haben einmal eine lose Verbindung gegründet und einfach begonnen, okay, wer war Johann Gruber eigentlich, was war das für ein Mensch, was gibt's zu dem eigentlich? Ja? Und aus dem heraus hat sich eben dann auch diese sogenannte Plattform Johann Gruber entwickelt. Johann Gruber war ein österreichischer Priester und später Pädagoge. Der hat dann
die Leitung von einem Blindenheim in Linz übernommen. Mhm. Und er war sehr weltlich eigentlich für einen Pfarrer und so. Mhm. Und hat dann die Türe zwischen dem Mädchen und dem Bubentrakt geöffnet, weil er gesagt hat, also warum soll man den nicht zusammenlassen? Ja? Und das hat natürlich bei den Schwestern, war die dort gearbeitet haben, ein bisschen angeeckt. Ja? Ja. Man wollte ihn eigentlich irgendwo weiter haben und das ist dann relativ einfach und gut gegangen, durch das dann die Nationalsozialisten an der Macht waren. Sind verschiedene Behauptungen in den Raum gestellt worden und er ist dann vor Gericht gekommen, er ist verurteilt worden, war zuerst in einem normalen Zuchthaus in Garsten, ist dann nach Dachau gekommen in das Konzentrationslager und eben dann nach Gusen und hier hat er sehr vielen Menschen auch zum Überleben verholfen. Selber hat ihn das Ganze aber das Leben gekostet. 1944 ist er dann vom Lagerführer in Gusen ermordet worden. Mhm. Aber sein Wirken quasi im Konzentrationslager ja, ist den Menschen in Erinnerung geblieben, den Überlebenden, genau. Sodass sie ihn immer wieder erwähnt haben. Ja. Genau. Und das war für uns auch ein Grund, dass wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie mehr draus machen. Diese Figur soll einfach auch eine Öffentlichkeit bekommen. Da gab es zwei Projekte, ein Theaterprojekt und ein Denkmalprojekt. Ich habe einen kurzen Ausschnitt mitgenommen von diesem Theaterprojekt. Das können wir uns jetzt einfach auch ganz sehr kurz gern, anschauen. Trau dich nur. Ein paar Schritte noch. Zögerst. Wegen der Tür. Komm. So. Jetzt fühl. Sie ist offen. Ja, diese Szene zeigt eben genau das Öffnen der Tür. Und auch einer der Hauptgründe, warum Johann Gruber im Endeffekt dann auch sterben musste. Ja. Das Theaterstück wurde uraufgeführt im Jahr 2017. Schon davor gab es ein anderes, größeres Projekt. Und zwar die Idee war, man sollte Johann Gruber irgendwie ein Denkmal schaffen. Und dazu wurde eben dann die Plattform Johann Gruber als Verein gegründet, um diesen Prozess abzuwickeln. Und es gab dann auch ein Projekt wurde ausgeschrieben, also einen KünstlerInnen-Wettbewerb, wo sich dann verschiedene KünstlerInnen beworben haben. Und eine Jury wählt eben dann eine Künstlerin aus Berlin aus, Renate Herter. Und die hat dann als Ort für dieses Kunstprojekt, das sie vorgehabt hat, den Kirchenvorplatz ausgewählt. Dieses Foto sehen wir jetzt auch hier. Das ist der Kirchenvorplatz in St. Georgen an der Gusen. Rechts sieht man den Eingang der Kirche ganz ein bisschen und in der Mitte das graue Gebäude, das ist das Pfarrheim von St. Georgen an der Gusen. Und diese Künstlerin hat hier sozusagen ein Projekt gemacht in fünf kleinen Schritten, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Also kein klassisches Denkmal, man stellt keine Figur auf von einem Menschen, sondern ein erster Schritt war eben, dass das Pfarrheim sollte nicht mehr nur Pfarrheim heißen, sondern Johann Gruber Pfarrheim. Ein sehr nachhaltiger Schritt, wie ich finde, denn immer wenn Veranstaltungen dort stattfinden, dann finden die nicht im Pfarrheim statt, sondern im Johann Gruber Pfarrheim. Und das ist auch mittlerweile angekommen im Ort. Hat sich das leicht verwirklichen lassen, oder war das? Ja, schon irgendwo. Schon, also okay, natürlich sind da immer Diskussionen, aber das war dann eigentlich doch recht schön, wie das auch gegangen ist. Aber natürlich auch ein anstrengender Prozess. Viel schwieriger war es, und da habe ich auch zwei Bilder mitgebracht, es war einer der fünf Schritte, war auch die Verhüllung des sogenannten Kriegerdenkmals direkt vor der Kirche. Denkmäler wie diese kennen wir ja, die stehen in ganz Österreich. Der Kameradschaftsbund fühlt sich hier verantwortlich. Allgemein ein Thema, das in Österreich noch sehr wenig bearbeitet ist, denn es sind eben Denkmäler, die an Krieger erinnern. Oft steht auch dabei, die für die Heimat gekämpft haben oder es ist ein Ehrenmal für die Krieger. Nur die Frage ist, wer ist eigentlich ein Krieger und was heißt es eigentlich, ein Krieger zu sein heute? Ja? Es
gab da einen durchaus heftigen Prozess, eine heftige Auseinandersetzung, ja. Weil das Ganze ist eben verhüllt worden, wie man auf dem Bild sieht, mit einer weißen Plane und war dann für mehrere Monate auch zugehüllt. Ja, ja. Wie waren da leichte Reaktionen, was gesagt hast, heftig? Naja, da sind halt viele Namen drauf, ja. Das waren halt die Väter oder die also haben Sie Großväter von Menschen, quasi die einfach... Familienangehörige. Genau. Ja. Mhm. Und das Problematische an solchen Denkmälern ist halt, dass man da relativ unreflektiert alle möglichen Namen draufschreibt. Ja? Egal, ob das jetzt ein Wehrmachtssoldat war, bin mir jetzt auch gar nicht ganz sicher, aber durchaus möglich, dass auch SS-Angehörige da draufstehen. Mhm. Die einen waren vielleicht gern beim Krieg dabei und waren auch wirkliche Kriegsverbrecher, andere nicht. Das kann man heute schwer natürlich immer... sagen, ja, aber sehr unreflektiert. Meistens findet auch eine Vermischung statt. Dieses Denkmal erinnert ja nicht nur an den Zweiten Weltkrieg, sondern auch an den Ersten Weltkrieg. Ja. Mhm. Und der Erste Weltkrieg war auch ein schlimmer Krieg, aber der Zweite Weltkrieg war halt wirklich ein rassistisch motivierter Vernichtungskrieg, der stattgefunden hat, wo eben sehr viele Menschen dann auch später in KZs gelandet sind. Mhm. Es gab in St. Georgen an der Gusen aber auch Menschen, die als Opfer selber in KZs kamen oder in dieser Region. Ja? Mhm. Und an die wird eigentlich bis heute nirgendwo gedacht. Okay. Und eigentlich sollte man die in Ehren halten, ja. Ja? Auch Deserteure. Aber das ist, ich würde sagen, allgemein bei den Kriegerdenkmälern oder bei den Weltkriegsdenkmälern, die wir haben, ist das eine Problematik, also durch in ganz Europa. Genau, und da gibt es, glaube ich, noch sehr viel Arbeit ja, auch für... Nicht nur in Österreich, also ich würde das jetzt sogar wirklich weiterspannen, den Bogen. Ja. Grundsätzlich schon, aber ja. Ich würde sagen, gerade in diesem Fall, wo halt Österreich und eben auch Deutschland eigentlich dass die Täterländer sind, ist es sicher am problematischsten, hier an die Krieger zu gedenken. Sicherlich, ja. Es ist sicher anders jetzt, wenn in Spanien oder was ich, die waren ja nicht dabei beim Zweiten Weltkrieg offiziell, aber in Frankreich oder Belgien so ein Denkmal steht, dann hat das einen anderen Kontext aus meiner Sicht als jetzt in Österreich oder Deutschland. Ja. Aber was man sehr schön sieht, ist, was eben auch Kunstprojekte dann für Reflexionsprozesse eigentlich in Gang setzen können. Also das ist wirklich auch sehr schön gelungen, würde ich mal sagen, auch mit dem Projekt. Genau. Also waren dann wirklich, es mag vielleicht einmal heftig und die Diskussionen waren vielleicht da wirklich angegriffen und sehr emotional, aber es hat einen Denkprozess in Gang gesetzt. Und das, es ist so, diese Plane ist erhalten geblieben, die liegt jetzt sozusagen in der Glasfront des Pfarrheims noch drinnen und man sieht es von außen. Also auch die Plane war dann ein Teil wiederum des Denkmalprojekts, fällt kaum auf, aber ist da. Und insgesamt waren es halt 5 Schritte, genau, und das war eigentlich einer der heftigsten, würde ich sagen. Ja, also das war jetzt der Gedenk Papagruberkreis, ja. Und jetzt kommen wir aber vielleicht noch zu deinem zweiten, deiner zweiten Funktion und Tätigkeit. Genau. Was sind dann jetzt deine weiteren Aufgaben, also die du noch erfüllst? Genau, also im Verein Gedenkdienstkomitee Gusen beschäftigen uns wir vor allem auch mit der Betreuung von Überlebenden und Angehörigen. Wobei Überlebende gibt es ja leider nicht mehr sehr viele. Angehörige umso mehr verteilt auf die ganze Welt eigentlich. Ja. Und wir veranstalten auch jährlich die Gedenk- und Befreiungsfeiern, die in Gusen stattfinden, immer einen Tag vor den Feierlichkeiten in Mauthausen. Und es ist eigentlich immer recht viel Arbeit, so eine Veranstaltung zu organisieren. Zusätzlich publizieren wir auch Bücher und verschiedene andere Texte, die halt in verschiedenen Zeitschriften erscheinen. Und ihr macht das alles ehrenamtlich, das muss man das vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja. Ja, also das. Viel Arbeit, große Leistung, die da dahinter steckt. Und wir wollen uns jetzt dann einen kurzen Ausschnitt anschauen von einer Gedenkfeier. Und zwar einer ganz besonderen vom letzten Jahr, 2020, ja, genau. Die ja nicht vor Ort stattfinden konnte. Also mit wie vielen Personen rechnet ihr eigentlich jetzt mittlerweile normalerweise so, die euch besuchen? Also wir haben jetzt so im Schnitt so 800 bis 1000 Besucher bei dieser Feier. Ja. Letztes Jahr wären es vielleicht sogar mehr geworden, denn 2020 wäre ja sozusagen auch ein Jubiläumsjahr gewesen, also 75 Jahre Befreiung.
Und es wäre wahrscheinlich auch für viele der Überlebenden, sehr alten Überlebenden, auch eines ihrer letzten Male gewesen, wo sie direkt vor Ort gekommen wären, wenn da nicht eben diese Gesundheitskrise dazwischen gekommen wäre. Und deswegen, weil eben die Feier nicht stattfinden konnte, haben wir dann eine digitale Online-Gedenkfeier organisiert, was ziemlich viel Aufwand war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hatte. So ist es mit Online-Veranstaltungen. Genau. Es war aber sehr schön, denn viele unserer Partner aus verschiedenen anderen Ländern auf der Welt haben uns dabei unterstützt, haben Botschaften gesendet, die wir dann auch übersetzt und eingesprochen haben. Und eine dieser Botschaften oder ein Teil dieser Botschaften stammt von Eugeniusz Lewinski aus Polen. Er war zu diesem Zeitpunkt 97 Jahre alt. Ich kenne ihn auch noch persönlich, also er war öfters auch hier. Ja. Und ja, diesen Ausschnitt schauen wir uns einfach jetzt mal ganz kurz hinein. Meine lieben Freunde in der ganzen Welt. Ich, Eugeniusz Lewinski, heute 97 Jahre alt, wurde am 15. September 1942 von der Gestapo verhaftet und als politischer Häftling in das deutsche Vernichtungslager Mauthausen-Gusen verbracht. Dort, während meiner beinahe dreijährigen Haftzeit in Mauthausen und danach in Gusen, war ich nur eine Lagernummer. 22.647, 11.007 und 47.974. Als vor 75 Jahren, am 5. Mai 1945, um 17 Uhr, das Tor des KZ Gusen aufging, wurde die Nummer wieder zu einem Menschen. Ich wende mich an alle ehemaligen Häftlinge deutscher Konzentrationslager, aber insbesondere an meine Brüder, die Leidensgenossen der Konzentrationslager Mauthausen-Gusen, mit dem Wunsch, dass die aktuellen Ereignisse in der Welt es uns erlauben, diesen für uns so wichtigen 75. Jahrestag der Befreiung zu erleben und uns in Gesundheit nächstes Jahr wieder zu treffen. Ja, schön. Schön, dass man ihm jetzt da wieder Raum geben, würde ich sagen. Ich glaube, wir stellen auch den Link zur Verfügung zu dieser virtuellen Gedenkfeier, dass man die auch nachsehen kann, wenn man möchte. Wie war da deine Erfahrung oder auch mit dem Gesamten, mit diesem Online und mit den Reaktionen und der Kommunikation mit den Überlebenden? Durchaus positiv. Also wir haben sehr viel Unterstützung erhalten. Ich habe sehr viele Menschen angesprochen. Zum Beispiel jetzt hier, der Eugeniusz Lewinski spricht Polnisch, ich nicht. Ja. Kenne aber wieder einen Bekannten von mir, der spricht Polnisch. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, hey, kannst du das nicht irgendwie übersetzen und dann vielleicht einmal in Deutsch und einmal in Englisch einsprechen, ungefähr in der Geschwindigkeit, wie er spricht, und mir dann wieder das Audio schicken. Ein anderer Freund hat uns sehr viel unterstützt in der technischen Produktion, also die Videos schneiden, alles irgendwie zu einem ganzen fertigen Ding zusammenzufügen, was echt unwahrscheinlich viel Arbeit war in diesem Fall, weil es doch sehr komplex geworden ist. Aber es war eine schöne Erfahrung und wir hoffen zwar für heuer, dass wir das nicht brauchen, aber ja, es kann durchaus sein, dass es auch heuer wieder so in dieser Form stattfinden muss. Ja. Aber man merkt auch, so wie er auch zum Schluss gesagt hat, wie wichtig es ihm wäre, wieder zu kommen, an diesen Ort zurückzukehren, dann schon mit 98 Jahren. Da ist schon eine ganz besondere Symbolik dahinter, gell? Dieses Zurückkommen an den Ort und dort quasi die Befreiung zu feiern. Ja. Wie viele Überlebende gibt es denn jetzt noch? Keine Ahnung. Das kann ich echt nicht sagen. Aber es gibt nicht mehr viele, die den Weg auch hierher finden, sagen wir so. Ja. Aber jeder Einzelne ist ganz besonders. Genau. Ja, also schön, dass wir diesen Ausschnitt auch noch gesehen haben. Ich glaube, du hast jetzt noch ein paar Bilder mitgebracht von anderen Gedenkfeiern, wenn man es dir noch Also das erste Bild, das man jetzt da sieht, das ist sozusagen das Memorial, das haben wir ja vorher schon einmal gesehen. Hier mit verschiedenen
Menschen, vielen Menschen, die einfach auch bei dieser Feier dabei sind. Die meisten Menschen, die da dabei sind, kommen tatsächlich aus dem Ausland. Ja, das sind einfach überlebenden Organisationen, Verbände aus Italien, Spanien, Frankreich, Polen und so weiter. Das ist ein Foto aus dem Jahr 2017. Und 2017 war ein sehr besonderes Jahr für uns als kleine Gedenkorganisation, weil in diesem Jahr auch der österreichische Bundespräsident hierher nach Gusen gekommen ist. Man sieht das am nächsten Foto, Alexander Van der Bellen. Mhm. Wir haben wie jedes Jahr an die Präsidentschaftskanzlei geschrieben, eine Einladung. Mhm. Und in diesem Jahr kam auch tatsächlich eine Antwort, ja, er wird sehr gerne kommen. Mhm. Und das war für uns doch auch ein historischer Moment, auch für Gusen als solches. Aber auch für die Überlebenden war das einfach ein sehr wichtiges und schönes Zeichen. Absolut, ja. Mhm. Dass auch das höchste politische Amt in Österreich an diesem Tag auch nach Gusen einmal kommt. Und das Foto zeigt eben gerade... Was eine gewisse Selbstverständlichkeit eigentlich haben könnte. Aber das stellen wir jetzt vielleicht in den Raum. Ja. Wie auch immer. Genau. Ja. Und da geht es eben gerade hinein zum ehemaligen Krematoriumsofen, den Kranz des Präsidenten niederzulegen. Mhm. Ja, und ein weiteres Foto habe ich da noch mitgebracht, weil das auch immer ein wichtiger Moment ist in dieser Zeit um die Befreiungsfeier herum. Kann man auch diese unterirdische Stollenanlage in St. Georgen an der Gusen besichtigen, aber nur an wenigen Tagen im Jahr. Und auch hier helfen wir als Verein Gedenkdienstkomitee Gusen immer mit, in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und dem Ort St. Georgen an der Gusen. Aber auch der Bundesimmobiliengesellschaft, weil die sind die Besitzer von diesem Stollen. Mhm. Ja. Und an 4 Tagen im Jahr ist es eben möglich, diese Stollenanlage zu besichtigen. Das zeigt eben einen Teil dieses unterirdischen Rüstungswerkes. Ja. Man sieht auch vielleicht ein bisschen anhand dieses Bildes die Dimensionen. Über 6 Meter hoch, da drinnen wurden Flugzeuge produziert. Ja. Mhm. Mhm. Unglaublich, ja. Genau. Ja. Vielleicht, um jetzt nochmal zurückzukommen, jetzt haben wir sehr viel über deine Tätigkeit erfahren, aber ich würde jetzt gern von dir auch noch wissen, warum, was ist da jetzt dir persönlich wichtig an dem Ganzen? Also, was ist deine Motivation, da das voranzutreiben, das ehrenamtlich zu machen und da wirklich so viel hineinzustecken? Naja, ich bin in dieser Region aufgewachsen. Das Thema war immer schon da, ja. Aber halt sehr am Rande irgendwo. Und man erfährt mehr und mehr und mehr, was eigentlich für schreckliche Dinge an einem Ort passiert sind, wo man selber groß geworden ist, ja, wo man einfach auch immer ein fröhliches Leben führt und führte. Mhm. Und es ist aber trotzdem sehr wichtig, finde ich, diese Dinge, die früher hier passiert sind, einfach auch nicht zu vergessen. Mhm. Das ist auch eine Arbeit gegen das Vergessen, für das Erinnern. Mhm. Und ich sehe es für mich persönlich als eine Verantwortung auch, die ich für mich habe, da was zu tun. Ja. Das muss nicht jeder haben, das ist auch klar, das kann auch nicht jeder haben, aber ich für mich, ich sehe es so, hier an diesen Orten einfach eine Erinnerungsarbeit zu leisten, auch eben öffentlich. Damit das Thema nicht vergessen wird. Und auch mit dieser Schwierigkeit einfach auch in St. Georgen umzugehen. Also dass eben diese Erinnerungsorte zum Teil quasi wirklich in der räumlichen Umgebung von Wohnbauten sind. Also, auch das, genau. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, der Unterschied zu zum Beispiel Mauthausen ist einfach der Name. St. Georgen an der Gusen ist jetzt weitgehend unbekannt, würde ich mal sagen, national und international sowieso. Mauthausen ist da was anderes. Ja. Da ist Erinnerungsarbeit auch vielleicht anders einfach, vielleicht auch etwas leichter dann zu machen, als mit diesem Stigma Mauthausen. Ja, sicherlich, ja. Ja, aktuell, was macht ihr aktuell gerade? Also ihr plant wahrscheinlich die Befreiungsfeier. Erstens aktuell gibt es aber auch in Gusen eine doch sehr, ich würde sagen, erfreuliche Entwicklung. In Gusen stehen ja noch verschiedenste historische Gebäude. Es gibt zwar die Siedlung, es gibt das Memorial, wo noch der Verbrennungsofen steht, aber es gibt auch noch historische
Überreste in Gusen, die noch stehen. Und letztes Jahr, das war um die Befreiungsfeier herum, hat die Regierung, die Bundesregierung verkündet, dass man verschiedene Gebäude und Grundstücke, die noch historisch wertvoll erscheinen in Gusen, ankaufen möchte und dann auch eventuell einen neuen Gedenkort hier zu schaffen. Es war natürlich für uns dann eine Bestätigung, dass die Arbeit, die wir machen, auch vielleicht dann doch Früchte trägt. Zumindest ist es angekommen. Ja. Aktuell laufen Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern, die sich auch erst vor kurzem einmal gemeldet haben und gesagt haben, gut, wir können uns vorstellen, hier vielleicht etwas zu verkaufen. Wie gesagt, aktuell laufen die Verhandlungen darüber. Ich habe da auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild, das wir jetzt sehen, das ist ein Bild einfach aus der Siedlung. Ja? Ja. Diese Straße, das ist noch eine Originalstraße mitten aus dem KZ Gusen. Überbaut mit Asphalt, links und rechts, wo heute die Häuser stehen, standen früher die Häftlingsbaracken. Die stehen nicht zum Verkauf. Ja? Das wäre auch historisch nicht wertvoll. Das ist einfach eine Siedlung, die ab den 1950er Jahren hier gebaut wurde. Ja? Interessanter ist aber das nächste Gebäude auf dem nächsten Foto, denn das ist das ehemalige Schurhaus. Und das Schurhaus, das ist das oder das war das Eingangsgebäude in das Konzentrationslager von Gusen. Man kann auch noch etwas erkennen, nämlich da, wo die Haustüre ist, in der Mitte von diesem Gebäude, rundherum diese Steine aus Granit und auch im Vordergrund noch diese Steinmauer beim Tor links. Da war mal keine Haustüre, sondern da war eine Durchfahrt, ein großes Tor. Da sind Lastwagen durchgefahren und eigentlich alle, zumindest 70.000 bis 80.000 Häftlinge, die in Gusen inhaftiert waren, gingen zumindest einmal durch dieses Gebäude durch. Ja. Und derzeit ist es oder seit langem schon bewohnt, gell? Also man sieht, dass das eben... Genau, also es wurde in den 1990er Jahren dann zu einem Wohngebäude, zu einer eigentlich Villa umgebaut. Eben das Tor wurde rausgenommen, da kam eine Haustür hinein, aber es ist wirklich ein Gebäude, da bleiben auch ganz viele Besucher natürlich davor stehen und schauen da hinein und fragen sich, wie geht das eigentlich? Ja. Also das Spannungsfeld kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Also einerseits für die Bewohner als auch für die Besucher, die sie wirklich diesen Ort ansehen möchten, kann man sich sehr gut, glaube ich. Interessanterweise, das ist auch jenes Haus, wo Johann Gruber ermordet worden ist. Und nicht nur er wurde da drinnen ermordet, sondern viele andere auch, denn es befand sich im rechten Teil vom Haus, im Erdgeschoss, ein Gefängnis, wo auch Menschen gefoltert und eben auch getötet worden sind. Ja. Was natürlich die ganze Situation dann noch mehr verschärft. Ja. Genau. Ja. Ich habe noch ein zweites Foto von diesem Gebäude mitgebracht. Das ist ein historisches Foto. Das ist so um 1939 herum entstanden und das zeigt einfach den Bau dieses Gebäudes. Man kann es im Hintergrund erkennen, auch das Tor. Im Vordergrund ein Schranken, wo SS-Leute stehen. Und auch links diese Steinsäule, hat man am anderen Foto gesehen. Obendrauf natürlich stehen jetzt hier noch die Adler mit dem Hakenkreuz-Emblem. Die gibt es nicht mehr. Da weiß auch keiner, also wo die hingekommen sind. Ja. Aber das ist das historische Gegenstück dazu. Es geht aber auch noch um andere Grundstücke und ein anderes Foto zeigt auch noch einen wichtigen Ort, auch ein sehr wichtiger Ort in der Erinnerung der Überlebenden, nämlich den ehemaligen Appellplatz vom KZ Gusen. In Mauthausen ist ja der noch sehr gut sichtbar. Ja. Hier in Gusen sieht man auch jetzt diesen Appellplatz, der war aber lange Zeit vollgeräumt mit Bauschuttresten, die dann aber abgetragen worden sind, weil sie woanders Verwendung gefunden haben. Seitdem ist dieser Platz wieder mehr oder weniger leergeräumt und auch dazu werden gerade Verhandlungen geführt, um diesen Platz auch anzukaufen. Im Hintergrund, ja, alles was jetzt so begrünt ist, wo Bäume stehen, das waren die Steinbrüche von Gusen. Das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum auch in Gusen neben Mauthausen ein zweites großes KZ dann errichtet worden ist. Ja. Ja, aber man sieht da sind schon wichtige Schritte passiert oder folgen noch, also dass man da wirklich die Erinnerungsarbeit besser fortführen kann. In Zukunft aber, was ist jetzt deine Vision, wie soll es denn aussehen? Also machen wir einen Zeitsprung, machen wir einen gedanklichen in 20 Jahre voraus, was wäre deine Vision oder überhaupt vom Verein, von euch? Das ist eine gute Frage.
Aber die Vision wäre hier etwas Nachhaltiges und Neues zu entwickeln. Mhm. Vor allem muss es aber auch was sein, was irgendwo im Einklang auch mit den Menschen, die heute dort leben, vor Ort passieren muss. Mhm. Ja. Wobei, ich muss auch sagen, das sollen nicht die alleine entscheiden. Ja. Das ist auch klar, denn dieser Ort hat eine internationale Bedeutung erlangt. Ja. Hier starben zumindest 37.000 Menschen von Europa und darüber hinaus. Also auch die soll man sozusagen, oder deren Vertreter und VertreterInnen heute, soll man da mit an Bord holen. Mhm. Was ein sehr schwieriges, komplexes Unterfangen sicher wird, aber ein Schritt, der notwendig ist, um hier auch wirklich eine nachhaltige Erinnerungslandschaft neu zu gestalten. Ja. Und dafür hat, finde ich, Gusen ein großes Potenzial, denn man kann hier fast bei Null beginnen zu denken und ganz neu anfangen. Mhm. Und du verschreibst dir die weiteren Jahre diesen Aufgaben? Ganz bestimmt. Ja, super. Ich glaube, du hast auch noch was mitgebracht, oder? Genau, ich habe noch zwei Bücher mitgebracht, und zwar ein Buch, es ist eine Erinnerung von einem Überlebenden, und zwar von... Kann das vielleicht ein bisschen in die Kamera halten? Karl Littner. Ja. Karl Littner war ein polnischer Jude, der unter anderem Gusen überlebt hat. Mhm. Interessanterweise, er war ein Auschwitzer, also er ist in Auschwitz aufgewachsen. Okay, und dann in Gusen, Und in Wahnsinn. Gusen den Holocaust überlebt hat und dann in weiterer Folge kurz einmal nach Israel auch gegangen ist und dann aber nach Amerika und leider jetzt vor kurzem, dann vor einigen Jahren in Los Angeles verstorben ist. Aber er ist noch sehr alt geworden und ein Vereinskollege von mir hat seine Memoiren dann in Englisch erst herausgebracht und ein Verwandter von Karl Littner, der in Deutschland lebt, ist auf dieses englische Buch gestoßen und gesagt, das muss übersetzen in Deutsch und das ist jetzt die deutsche Version von diesem Buch. Das ist unsere neueste Publikation. Ja. Ein zweites Buch, was ich noch mitgebracht habe, das ist eine Publikation von der Plattform Johann Gruber, also das ist der zweite Verein, heißt Neue Wege der Erinnerungskultur. Und ist eben entstanden im Zuge dieses Denkmalprojektes zu Johann Gruber am Kirchenvorplatz, wo es aber auch ein bisschen um die Entwicklung der Erinnerungskultur im Ort geht. Also diese beiden Bücher habe ich euch mitgebracht hier. Ja, danke schön. Genau. Und wir werden sie in unsere Kulisse geben und unseren Fundus erweitern. Vielleicht einmal hineinlesen. Ja, genau. Und die abschließende Frage und ganz wichtige Frage für dieses Format. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen metaphorisch natürlich auch das Thema oder die Thematik zu Hause schon drin gehabt, weil Gusen ist ja so ein Spannungsfeld. Also da sind ja sehr viele Leute zu Hause, aber der Ort hat einfach nur sehr viel andere Bedeutung, also St. Georgen an der Gusen. Aber jetzt meine Frage an dich, was ist für dich zu Hause? Was ist für mich zu Hause? Zu Hause ist für mich dort, wo ich mich wohlfühle und wo es mir gut geht. Okay, also es kann beliebig sein. Es ist nicht zwingend ortsgebunden. Nein. Ja, okay. Genau. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, also wirklich, wir können, ich glaube, über die Thematik noch lange, lange weiterreden. Aber ich bin froh, dass wir da sehr viele wichtige Punkte einfach auch heute gesehen haben, dass du uns da so viel Information gegeben hast über den Ort und auch über deine persönliche Motivation und auch dein Danke für dein Engagement überhaupt und danke, dass du hier warst. Ja, danke nochmal für die Einladung. Gerne. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bis zum nächsten Mal bei Zuhause mit.